meine gleiche Bernherr von Baldaue. Ein Jubel ertöne, Jubel! 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 Und der nächste im Bunde, Ewald der Spröcke vom Birkenhof, der schwarz-rote Ritter, ebenfalls zum ritterlichen Kampf hier erschienen auf der Riegersburg. Und jetzt ertönen ein Händegeklapper mal für unsere Rittersleute. Händegeklapper und Applaus für unsere edlen Ritter. Dann jetzt klappern einmal alle mit den Händen im Takt. Alle klatschen im Takt jetzt. Alle klatschen im Takt jetzt. Vor 400 Jahren gab es eine Adelsfete hier auf der Riegersburg. Alle, die mit mir dabei waren bei der Burgführung, wissen es schon. Zwei Ritter hausten damals hier auf der Riegersburg. Einer auf der oberen Feste, der Ritter Ewald, und einer hier auf der niederen Feste, der Ritter Bernherr, die längst zur Ruine geworden ist. Man stritt immer wieder, damit der Weg ins Tal herab freigegeben wird. Und eines Tages eskalierte dann der Streit. Es kam unvermeidlich zum Kampfe. Jahrhundertelang wurde die Fehde ausgefochten. Und an einem Tag, da musste die Entscheidung fallen. Und das ist genau heute beim Burg-Opening natürlich. Wer wird der Sieger sein? Ritter Ewald oder der Ritter Bernherr von Baldaue? Einer wird hier endgültig den Sieg erringen können. Und bevor es losgeht, bevor einer ins Gras beißt des Turnierplatzes, ertöne ein lauter, kräftiger Jubel, ein Jubel ertöne! Viel spannende Geschichten ranken sich um die Riegersburg und ihre ehemaligen Besitzer. Und diese Geschichte von den beiden verfeindeten Brüdern ist wohl die bekannteste, die es gibt über die Festungsanlage. Hier direkt unterhalb der Ruinen sozusagen der unteren Riegersburg. Heute ist nur eine Ringmauer erhalten geblieben, die Mauer hier oben. Früher gab es da ebenfalls Burgtürme, Wohngebäude, wo die Ritter gelebt haben. Der Kampf ruht auf Biegen und Brechen. Wer wird der Sieger sein, der Ritter Bernherr oder der Ritter Ewald? Noch ist keine Entscheidung gefallen. Noch ist keine Entscheidung gefallen hier auf dem Turnierplatz. Der Ritter Bernherr hat die Verfolgung aufgenommen. Und es geht noch einmal talwärts hier. Dieser Turnierplatz natürlich nicht ganz eben. Und wegen der Trockenheit relativ rutschig für unsere Rittersleute. Der Kampf zu Pferd mit dem Schwert, eine schwierige Aufgabe für unsere Rittersleute. Hey! Und da geht er zu Boden. Ein Jubel ertöne! Jetzt brauchen wir eine liebreizende Prinzessin. Ich glaube, sonst ist der Turnier schon vorbei. Da kommt ihr rein. So, nenn uns deinen Namen. Alba. Die Prinzessin Alba, ein wunderschöner Name. Und wird sie nun den Ritter Bernherr zum Leben erwecken können? Prinzessin Alba, begebt euch auf meine Seite, bitte. Und der Prinz, der Ritter, wenn er vom Pferd gefallen ist, kann nur durch einen Kuss zum Leben erweckt werden. Aber es wird so reichen. Ihr müsst ihn nicht auf den Mund küssen. Es wird so reichen. Und da kommt er schon! Liebe! Bravo! Prinzessin, gut gemacht! Die Prinzessin Alba, wunderbar hat sie das gemacht. Und unser Bernherr von Baldau ist jetzt aber im Nachteil. Der Ritter Ewald der Spröcke. Dieser Schurke sitzt noch fest im Sattel. Und der Bernherr von Baldau, der muss als Fußkämpfer mit dem Schwerte und dem Schild bewaffnet und gegen den Ewald ankämpfen.
Säulen und Hunden gab es eins genug. Hey, die nächste Säule auf seinem Schilde. Oh, wer wird der Sieger sein? Werden wir von Baldur ertaubelt. Noch keine Entscheidung gefallen. Die Spannung hier auf dem Höhepunkt. Alle klatschen im Dach. Bevor er die Pferde küsst. Hey! Herr von Baldoy, ganz toll, stellt er sich der Übermacht in den Weg hier. Hey, Walter Spratt von Bischof, mit dem Morgenstern ist er bewaffnet, um den Bärenherr zu Matschebrei zu schlagen. Bärenherr von Baldoy oder Ewald der Spöcke von Birkenhof. Wer wird hier der Sieger sein bei diesem ritterlichen Kampf? Ein Schlag folgt auf dem anderen. Die Spannung hier auf dem Höhepunkt. Bernherr von Baldoy. Hey, jetzt hat er ihn entwaffnet. Ein Jubel ertöne. Jubel! Bernherr von Baldoy. Hat ihm den Morgenstern abgenommen. Und jetzt steigt er herab von seinem hohen Ross und es kommt zur Entscheidung. Und auch das ritterliche Gefolge hier ist mit dabei. Wer wird jetzt der Sieger sein? Da nimmt er sein Schwert, der Ewald, der Spöcke von Birkenhof, der schwarz-rote Ritter. Wer wird der Sieger sein? Wer ist für den Ritter werden, Herr? Und wo ist das Gefolge vom Ritter Ewald, den Spöcken von Birkenhof? Jubel! Ja, zahlreiches Volk für beide ist hier erschienen auf dem Turnierplatz. Und so kommt man mit Spannung langsam aber sicher zum Höhepunkt hier. Der Sport von Birkenhof. Viele Schlachten hat er schon ausgefochten hier auf der Riegersburg, bei den Vollmondnächten, bei den Mittelalterfesten. Hey, ein Schnitt im Oberschenkel, wird er noch weiter kämpfen können? Oder gibt es ihn schon geschlagen? Wer wird siegen? Der Besitzer der oberen Burg, der Ritter Ewald oder der Ritter Bernherr von Birkenhof, von Baldoy. Der Ritter Ewald scheint unverwüstlich. Und da kommt das ritterliche Gefolge jetzt auch rein. Der Ritter Josef von Baldoy. Ein Jubel ertöne, Jubel für Sie! Jubel, Jubel! Siegfried der Hagecker.